Hallo, liebe Ekaterina. Ich möchte mich erstmal bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, uns Männer zu erzählen, was denn wichtig ist. Gerade mit den Briefen war ja sehr interessant. Und ich möchte mich natürlich auch bei dir bedanken, dass du jemanden gefunden hast. Das bedeutet nämlich, ich muss nicht ins Kloster gehen. Denn ich in der Kutte, das sieht nicht gut aus. Ich wünsche dir natürlich mit deinem zukünftigen Mann alles Gute, ganz viel Glück für euch beide und du brauchst dir keine Gedanken machen über Arbeit. Du musst dich ja erstmal dort eingewöhnen. Du brauchst Zeit für dich, du brauchst Zeit für die Kinder. Das ist das Wichtigste und dass ihr euch wohlfühlt und die Arbeit kommt viel, viel später. Das hat alles Zeit. Erstmal Zeit für euch. Ihr seid eine kleine Familie und das ist das Wichtigste. Ich bedanke mich erstmal auch im Namen aller Männer, dass du uns diese Einblicke gegeben hast. Und ich sag mal, man hat es dir ja auch angesehen und angemerkt, die Körpersprache sagt, das Treffen findet statt, aber ihr habt euch doch schon lange entschieden, dass ihr eine gemeinsame Zukunft aufbauen wollt. Und dafür drücke ich euch die Daumen. Alles Liebe, alles Gute. Und selbst wenn du vergeben und verheiratet bist, bist und bleibst du ein Teil, ich sag mal, unserer YouTube-Familie. Alles Gute für die Zukunft. Tschüss.